Willkommen, One Footballers. Freitag ist Who Starts Zeit. Und weil wir nicht wirklich mehr viele Bundesligisten haben, die noch interessant sind, Hertha und Frankfurt, nee, will keiner. Deshalb schauen wir uns jetzt mal eine andere Elf an. Kurz vor dem vierten Spieltag gibt es schon einige Spieler, von denen man mehr erwartet hätte oder die mehr von sich selber erwartet hätten. Kurzum, einige Enttäuschungen gab es schon. Und deshalb schauen wir auf eine Elf von den Spielern, die in der letzten Saison Säulen für ihre Clubs waren und in dieser Saison, ja, mehr auf der Bank sitzen. In unserem 4-2-3-1 starten wir natürlich mit dem Torwart und hier steht Marvin Hitz. In der letzten Saison bei Augsburg die Nummer 1 gewesen und hätte es auch in dieser Saison hundertprozentig sein können, wenn der BVB nicht einen Ersatz für Roman Weidenfeller gebraucht hätte. Und wir kennen es ja, der BVB kauft momentan ungefähr jeden Schweizer Torhüter auf der ganzen Welt und deshalb musste es sein, dass Marvin Hitz jetzt zum BVB gewechselt ist, also am Anfang der Saison. Trotzdem hat Roman Bürki im Zweikampf immer noch die Nase vorne und es sieht nicht so aus, als ob Marvin Hitz da noch irgendwie rankommen könnte. Aber wem machen wir was vor? Marvin Hitz ist nicht gekommen, um die Nummer 1 zu übernehmen, denn das ist Roman Bürki. Auch wenn er in der letzten Saison nicht unumstritten war. Trotzdem, Roman Bürki bleibt die Nummer 1 im Tor, Marvin Hitz muss hinter ihm auf der Bank Platz nehmen. Und mit 31, gut, da greift man nicht nochmal wirklich einen Startplatz an. Und trotzdem, der Ex-Augsburger kurbelt den Konkurrenzkampf im Tor der Borussen ziemlich an. Er ist ein richtig guter Torhüter, das hat er in 33 Spielen in der letzten Saison auf jeden Fall bewiesen. Nur zweimal war er nicht im Kader bzw. nicht in der Startelf. Ja, nur das wird in der nächsten Zeit ein bisschen anders. Darauf kann er sich gefasst machen. Paul Verhaag war in der letzten Saison beim VfL Wolfsburg für einige Spiele Kapitän, ist ein unglaublich erfahrener Spieler und war auf der Rechtsverteidigerposition bei den Wölfen gesetzt. Und jetzt muss er sich umgucken, was er macht, denn momentan sitzt er auf der Bank. Mit 35 Jahren muss man das eingebüßte Tempo so ein bisschen mit Stellungsspiel und Cleverness ausgleichen. Und darauf hat der VfL aber nicht wirklich Lust drauf und packt einfach einen superschnellen 23-Jährigen auf die Rechtsverteidigerposition. Und das ist William. Nach 3 Bundesligaspielen ist es natürlich aus der Luft gegriffen, den Vergleich zu Paul Verhaag in der letzten Saison zu machen. Aber trotzdem sieht man schon, wohin sich die Wölfe entwickeln. Zu mehr Tempo, mehr Dribblings und vor allem mehr Risiko. William spielt mehr Schlüsselpässe, ist schneller und setzt mehr Dribblings an. Verhaag wurde also mit 35 Jahren durch einen 23-jährigen schnelleren Flügelfilzer ersetzt. Und das ist eigentlich auch gut so, denn in der letzten Saison hat man ja gesehen, dass das nicht wirklich gut funktioniert hat. Es ist wahrscheinlich gut, dass die Wölfe so einen kleinen Mini-Umbruch gestartet haben. In der Innenverteidigung kommen wir zuerst zu einem unglaublich variablen Spieler, Nico Elvedi. Der kann alle Defensivpositionen spielen. In der letzten Saison hat er 33 Spiele gemacht, 8 davon in der Innenverteidigung, den Rest auf den Außen. Und der ist richtig gut. Mit 21 Jahren könnte er, ja, bei jedem anderen Verein gesetzt sein. Und trotz seiner Flexibilität ist er diese Saison, in der Startelf zumindest, eher außen vor. Denn in der Mitte, in der Innenverteidigung, spielen Janschke und Ginter. Auf der Linksverteidigerposition spielt Oskar Wendt. Und rechts ist jemand ganz Neues da, der 18-jährige Luis Baier. Baier spielte die ersten beiden Saisonspiele von Anfang an in der Bundesliga und erst im dritten Spiel konnte Elvedi sich auf der Rechtsverteidigerposition durchsetzen. Und das ist ein echtes Luxus-Jugendproblem für die Fohlen. Denn sowohl Luis Baier als auch Elvedi können in der Verteidigung alles spielen und das wird ein richtig geiler und vor allem spannender Zweikampf zwischen den beiden. Allerdings, wenn sich Baier durchsetzt, egal ob auf der Innenverteidiger- oder Rechtsverteidigerposition, glaube ich nicht, dass Elvedi so lange bleiben wird, denn mit 21 will man sich ganz bestimmt nicht auf die Bank setzen, vor allem nicht, weil ein 18-Jähriger vor einem spielt. Schon in der letzten Saison spielte Holger Badstuber für den VfB Stuttgart, fühlte sich dann zu höheren Berufen, hat dann aber international, sowohl international als auch national, nichts anderes gefunden und kam dann auf Knien wieder zurück und bettelte um einen neuen Vertrag. Den hat er bekommen und seitdem ist sein Spiel eher durchwachsen. Im DFB-Pokal spielte er 90 Minuten gegen Rostock. Ja, das Ergebnis, das kennen wir alle. Dann am ersten Bundesligaspieltag spielte er 90 Minuten, machte auch keine gute Figur und wurde dann zu Recht auf die Bank verbannt. Beim zweiten und dritten Bundesligaspieltag. Es ist aber kein wirkliches Wunder, dass Badstuber momentan nicht in der Innenverteidigung gesetzt ist, denn dort spielt momentan Pavard, der von den Bayern ins Auge gefasst wurde, und Baumgartl, der schon seit langem ziemlich konstante Leistungen bringt. Und deshalb ist es halt wirklich kein Wunder, dass Badstuber erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. In der letzten Saison war er zwar sehr, sehr oft in der Startelf und hat auch 90 Minuten durchgespielt, allerdings unterlief ihm dort schon immer ein paar kleine Fehler und dafür kriegt er jetzt eben die Quittung, mehr Bank als Startelf. Mehr Bank als Startelf kriegt auch Mitchell Weiser, obwohl sein größter Konkurrent mit Benjamin Henrichs schon am Anfang der Saison zu PSG gewechselt ist. Und da hätte man sich eigentlich gedacht, gut, dann spielt halt er von Anfang an immer.
Und das ist nicht wirklich eingetreten. Und auch schon in der letzten Saison wurde er bei Hertha aussortiert, nachdem er ja die Wechselpläne zu Bayer Leverkusen ja ziemlich offen behandelte. Als Henrichs am ersten Spieltag noch da war, wurde er eingewechselt und holte sich direkt mal eine gelbe ab. Am zweiten Spieltag, nachdem Henrichs weg war, spielte er 90 Minuten und sie wurden von Wolfsburg 3:1 niedergerannt. Und dann stellte Bayer Leverkusen gegen die Bayern auf eine Fünferkette um. Und er wurde nicht mal berücksichtigt. An seiner Stelle auf der Rechtsverteidigerposition spielte der eigentliche Innenverteidiger Tin Jedwai. Und das ist schon ein ziemliches Statement, obwohl man eigentlich die Offensivpower gebraucht hätte gegen so jemanden wie Bayern. Und ja, wie gesagt, wenn ein Innenverteidiger auf der Rechtsverteidigerposition vor einem eigentlichen Rechtsverteidiger startet, dann weiß man so ein bisschen um das Standing. Aber generell läuft es ja bei Leverkusen momentan sowieso nicht so gut und deshalb hofft man sich eigentlich so, die Welle mitzunehmen, auf der dann auch Mitchell Weiser mitreiten kann. Wir kommen zur Doppel-6 und da haben wir zwei komplett aussortierte. Per Schellbrett war bei Hertha BSC in den letzten Jahren immer gesetzt auf der 6. Der Abräumer vor der Abwehr, immer jeden Ball geholt und jetzt zweimal nicht mal im Kader und einmal nur auf der Bank. Keine einzige Bundesliga-Minute. Und die Erklärung dafür ist ganz leicht. Er wurde einfach durch einen Jüngeren ersetzt. Arne Meyer ist jünger, dynamischer, flexibler und einfach generell so ein bisschen besser als Schellbrett, der ja schon jetzt über 30 ist. Wenn man einen Abräumer vor der Abwehr braucht, ist Schellbrett perfekt. Aber dafür hat man jetzt auch Marco Grujic, Leihgabe von Liverpool. Ein ähnliches Schicksal erleidet momentan Eduard Löwen beim 1. FC Nürnberg. Der hat in der letzten Saison 19 Mal über 90 Minuten gespielt und in denen 9 Torbeteiligungen gesammelt. Und das wäre doch eigentlich jemand für die Startelf in der Bundesliga, oder? Nicht so ganz. Im ersten Bundesligaspiel der Nürnberger war er gar nicht im Kader und kam danach nur zweimal von der Bank. Und dabei ist er so unglaublich flexibel. In der letzten Saison hat er auf 7 verschiedenen Positionen gespielt. Innenverteidiger, defensives Mittelfeld, Linksverteidiger, sogar Linksaußen war dabei. Und schon in dieser Saison auch hat er in 2 Spielen auf 2 unterschiedlichen Positionen gespielt. Also warum nicht? Eine Antwort wäre vielleicht, weil er sich noch nicht so ganz an die Bundesliga gewöhnt hat und mit 21 Jahren ja auch noch nicht der Älteste und Erfahrenste ist. Aber trotzdem hoffe ich, dass er bald zurückkommt und viel spielen kann, denn mit 21, da will man das. Der FC Schalke 04 ist in dieser Saison, zumindest in den ersten 3 Spielen, ein kompletter Totalausfall gewesen. 3 Spiele, 3-mal verloren, in der Champions League zwar ganz gut gespielt, unentschieden gegen Porto, aber dennoch kein guter Saisonstart. Und Teil davon ist Amin Arid. Und seine Kurve geht steil nach unten. Im Pokal gegen Schweinfurt hat er noch 90 Minuten lang gespielt. Dann im ersten Spiel wurde er ausgewechselt, dann im zweiten Spiel eingewechselt und im dritten Spiel saß er komplett auf der Bank. In der letzten Saison war er so unglaublich schnell, unglaublich laufstark, dribbelstark, was weiß ich, kreativ, hat einfach Bock auf mehr gemacht. Und jetzt leidet er wahrscheinlich so ein bisschen als Opfer vom Kollektivversagen von Schalke 04 und hat sich in einem kleinen Loch in Gelsenkirchen irgendwo vergraben. Und ich hoffe, dass er da bald wieder rauskommt. Genauso wie die ganze Schalker Mannschaft. Der VfL Wolfsburg hat auch im Zentrum ein komplettes Luxusproblem, denn Yunus Malli hat bisher 7 Bundesliga-Minuten gesammelt. Das führt zu der beeindruckenden Statistik, dass er alle 7 Minuten in der Bundesliga ein Tor schießt. Gut, wenn man nur 7 Minuten gemacht hat und gegen Hertha in den Elfmeter reingemacht hat. Ja, aber was soll's? Statistik ist Statistik, oder? Bei Mainz war er einer der besten Spieler, immer 100% gesetzt und eine Säule im Angriff der 05er. Beim VfL Wolfsburg braucht er ein bisschen Zeit, um reinzukommen, war dann aber auch gesetzt. Doch am Ende der Saison bröckelt er das Ganze ein bisschen. Und jetzt ist seine Rolle eben eher Bankdrücker als Fädenzieher in der Offensive des VfL Wolfsburg. Denn er ist zwar ein richtig guter Fußballer, aber momentan gibt es kein Vorbeikommen an Arnold, Gerhard und Camacho. Wir kommen zum nächsten Flügelspieler und das ist Serge Gnabry. Und wir wissen alle, dass er sich vor der Saison nicht so wirklich viel Spielzeit erhofft hat, beziehungsweise es war schon klar, dass er nicht wirklich viel spielen wird. Allerdings hat sich dann Coman verletzt und ich dachte wenigstens kurz, dass er ja, Stammspieler sein könnte. Und stattdessen spielen die beiden 80-jährigen Robben und Ribéry bei Bayern immer noch jedes Spiel durch. Seit 2001. Keine Ahnung. Okay, das war ein bisschen übertrieben, denn Gnabry schnappt sich seine Einsatzminuten nach und nach. Gegen Leverkusen konnte er schon Startelf-Lust schnuppern, nachdem er am 2. Spieltag für Robben in der 77. Minute eingewechselt wurde. Und jetzt kommt durch die Dreifachbelastung und die Verletzung von Kingsley Coman einfach alles zusammen. Denn Robben und Ribéry können nicht alle Spiele durchspielen und deshalb wird er wahrscheinlich auch bald seinen Startplatz sicher haben in der Elf. Wir kommen zum einzigen Stürmer in dieser Aufstellung und da haben wir eine falsche 9. Und das wird, ihr habt richtig geraten, Mario Götze. Endlich kann ich diesen Witz bringen, ohne ihn als Witz zu meinen, sondern es ist wirklich mein Ernst. Mario Götze. Er war 2014 der Held aller Deutschen
und seine Kurve ging seitdem steil bergab. In der Champions League konnte er zwar gegen den FC Brügge starten, allerdings auch nur, weil Thomas Delaney verletzt war. Und selbst in der Bundesliga wartet er noch auf seine ersten Einsatzminuten. Bisher ging es dabei nur auf der Bank. Und auch in der letzten Saison konnte er nur 9 Mal über 90 Minuten spielen, spielte nur 23 von 34 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund und das vor allem wegen Verletzungen und eben körperlicher Fitness, die er damals nicht hatte. Und in naher Zukunft wird sich das auch nicht ändern, denn in Lucien Favres System gibt es in der Zentrale keinen Platz mehr für Mario Götze. Und ich weiß auch nicht, wann er wieder zurückkommen wird. Ich hoffe einfach nur, dass er irgendwann zu seiner alten Form und Wichtigkeit wieder zurückfindet, denn er ist gerade mal 26 Jahre alt. Und wir sind fertig. Das war die 11 der bisherigen Bundesliga-Saison. Enttäuschungen schreibt mir in die Kommentare, von wem ihr super enttäuscht seid und von wem ihr mehr erwartet hättet. Lasst es mich wissen. Hier könnt ihr noch ein anderes Video schauen und hier ist die Playlist mit allen anderen Who Starts. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.